Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Ja. Bei mir ist die Aufnahme jetzt ein bisschen her. So ein, zwei Wochen. Hatte eine kurze Aufnahmepause mal halt gemacht. Okay, ich wollte testen, ob ich den Wolf jetzt platt machen kann, aber ich darf nicht. Na gut, verständlich. Genau dort kommen ja die alten Freunde her. Unsere Freunde von früher wollen uns ja jetzt tot sehen. Ja. Zeit, dass wir uns zum Schwert aufmachen. Wovon ich immer noch glaube, dass es das alte Schwert von McConnis ist. Die gehört wahrscheinlich auch richtig. Hier muss ich lang, ne? Let's go. Seit ich das Sagen habe. Deswegen. Ja, die sind ein Witz. Schattenfledders. Oh, die sehen ja interessant aus. Versuche noch drauf klar zu kommen, dass ich jetzt eine Sechsergruppe habe. Das Vieh war schnell tot. Du bist bestimmt auch neu. Komm, steh auf. Lande. Ein Landung-Cock-Tool. Dich bringe ich zum Schwanken. Konzentriert eure Angriffe. Das habt ihr fein gemacht. Erstmal das große Vieh loswerden. Alter, seit mein Team so voll ist, ne? Sind die Gegner einfach nur RIP. So, da ist ein Container für mich. Oh, Steinfragmente, Edelsteine, Schreibschnabel. Nee, die Viecher lasse ich jetzt mal in Ruhe. Ich renne jetzt einfach mal durch. Wo ich das Ding da untersuchen will. Kann ich erst, wenn die tot sind. Bis gleich. So, die Biester sind tot. Ah, so viel Zeug. So, hier will ich lang. Wie machen wir das, Leute? Schieben! Warum helfen die anderen vier nicht? Oh, wir kommen gleich an den Punkt, wo ich das eine vom letzten Mal holen kann. Da war ja letztens hier so ein Punkt, da ich nicht dran gekommen bin. Auch mit so einer Lupe. Hier kommt bestimmt eine Sequenz. Zumindest gleich. So, erstmal hier lang. Illumischmetterer. Ihr seid nicht böse, also brauchen wir auch keinen Streit anfangen, okay? Was haben wir denn hier? Ah, das ist eine dieser Kisten. Diese richtig großen. Nee, wir haben eine Leiter ausgefahren. Damit man hier schneller hochkommt. Noch besser. Wir haben so gesehen einen Shortcut gemacht. Mir kommt das übrigens so vor, als wäre das Spiel leise. Ich stelle mein OBS mal ein bisschen lauter. Ihr seid so verführerisch, dass ich euch abschlachte, aber ich sehe gerade kein Bedürfnis dafür. Wir wollen in dieses Tal da vorne. Das sieht zumindest aus, als ob da ein Tal kommt. Hier kommt 100 pro eine Sequenz, Leute. Wusste ich's doch. Das erinnert mich so ein bisschen an die Gauer-Ebene aus Xenoblade 1.
Fast hier runterfliegen, ja. Das wäre geplant gewesen, hier jetzt runter zu knallen. Wo komme ich denn runter, ohne zu sterben? Da hinten. Ich würde ja in ein Wasser springen, aber da ist keins. Und wenn ich hier runterspringe, bin ich tot. Hey guys, could I have a moment? Meh? Hm? Yeah? What's up? There's something that I forgot to tell you. It's about who in charge of Din Din duties? No. From now on, I want us to avoid combat as much as possible. So, Kevez, Agnes, if either of them decide to put up a fight, don't kill them, okay? Not saying I'm against the idea, but why? Guess it'd suck having to draw on our allies. Do we just knock them out cold or something? Or get them to surrender? How kind of you. Huh? I'm sure our past victims will appreciate that. You little... We don't need to take any more lives. There's no point. There's a reason we met. There has to be. Huh? You think? Back then, if we hadn't met each other, we wouldn't be here like this now. Even though we're being chased by both nations at once. We get chased, we run. Easy. A smart new decision. Das sieht halt eins zu eins aus wie mir kein unkonnes Schwert, da hängt sogar ein Arm dran. Talk about bad blood. Just give it time. It's early days. Maybe so. Funny pattern you got there. You can talk. You've got those shiny chest doodads. We've always had these. You know, I've never even thought of myself as strange before. So many things. Taken for granted. We're pretty different, huh? Worlds apart. No one's worlds apart. If anything, we should be questioning all that we've thought to be true. Differences are all a matter of perspective. Our skeptic. Hey, are you always like this? Of course. It's my nature. Personally, I think it's easier to take things at face value, you know? Now, wouldn't that be nice? Huh? You making fun of me? All I said was, it would be nice. Oh, no you don't. You just call me an airhead, you jerk. This is just... How long are you going to drag this out? For as long as I spark you need to, until you come clean, Four Eyes. I can't believe this. Someone shoot me. Ein Feronis? Eine Kolonie. Da sollten wir eventuell hin. Das Hügelwack. Eine Nebenmission, die wir gerade aufgezwungen bekamen. Und gucken uns erstmal Noahs Hinterteil an.
Ja, darauf haben alle spekuliert. Ich will die Karte sehen. Sind das neue Viecher? Illumi-Schmetterer. Nee, die kennen wir schon. Neue Items wenigstens? Ja, würde sagen, ist ein neues Item. Ich will erstmal gucken, was hier oben ist. Obwohl, nee, von da kommen wir, glaube ich, ne? Wir wurden einfach nur ein bisschen runtergebeamt. Ja. Boah, was ist das denn für ein Riesenvieh? Wetten, das Vieh ist Level 70 oder irgendwas in der Art. Ein arroganter Roggel. Den prügeln wir die Arroganz raus. So. Schlag ihn ohnmächtig. Ohnmächtig das Vieh. Der ist fast tot. Der Roggel hat uns nicht auf dem Kieker. Hab nichts gesagt. Wir gehen einfach weiter. Wenn ich weit genug laufe, dann lässt er uns in Ruhe. Boah, wir müssen sogar bei diesem Riesen vorbei. Okay. Piepiet. Und du bist ein Agamphasma. Ja, komm mal her. Sieht aus wie eine Raupe. Eine Raupen-Gürteltier-Mischung. Hat aber nicht viel gemacht. Ich will nur den Container da hinten. Wir können das doch friedlich klären. Ihr lasst mich einfach an den Container und wir haben keinen Streit, okay? Der Elite-Bonus. Ich will eigentlich nur den Container. Für die Münzen. So, und jetzt lassen wir das mal mit dem Streiten sein, ne? Hoffentlich ist das Riesenvieh nicht aggressiv. Würde ich gegen das kämpfen, ich würde sowas von sterben. Pyrus Kreberich? Ich sag doch, so ungefähr Level 70, 80. Tartaros, der Eroberer. Und ich glaube, der ist sogar aggressiv. Bloß keinen Krieg mit anfangen. Mich interessiert, was diese komisch blau-lilane Knolle da ist. Aber ich will da nicht hin, wer da dieser Eroberer ist. Oh, Juni, genau perfekter Zeitpunkt. Mag einer das Vieh umwerfen? Und so bringe ich es zum Schwanken. Ist doch bestimmt auch ein Gegner. Was bist du? Eine Barant. Ach, die Viecher, die gab es in Xenoblade 2 richtig stark. Die waren mega nervig. Erstmal fragen, was ist das? Ich muss auf die Richtung eigentlich gerade achten, ne? Weil wenn das Vieh zurückkommt, muss ich unbedingt flüchten. Leute, der one-hitted mich. Macht eine Sahnenbombe, einer von uns ist in Ohnmacht gefallen. Mag wer umwerfen? Tschüss! Warum hat meine Ohnmacht jetzt nicht funktioniert?
Der dreht gerade, ich will hier weg. Guck mal, Leute, viele neue Gegner in einer Folge. Nur, dass ich kaum was rausgeschnitten habe. Also Leute, wie gesagt, schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr lieber habt, so 15 bis 20 Minuten Parts. Dann kann natürlich so ein Zwischencut irgendwo kommen. Oder vielleicht doch lieber hier so 20, 30 Minuten Parts. So in der Gegend. Schreibt mir das mal wirklich in die Kommentare. Und ich habe schon gesehen, dass hier Höhen sind. Man sieht sie ja von weitem leuchten. Ich weise euch mal den Weg. Ach, diese Sequenz finde ich auch immer schön, ne? Und währenddessen kommt der Krabbe in mich reingerannt und prügelt mich windelweich. Boah, die Ebene hier ist riesengroß, ne? Es lohnt sich bei Xenoblade auch immer sehr stark alles zu erkunden. Ich will erstmal hier die Gegend absuchen, bevor wir zu dem Teil da hinten gehen. Kevin versuche ich zu ignorieren. Guck, allein deswegen lohnt es sich schon. Reisepunkte. Also das habe ich jetzt höchstwahrscheinlich rausgeschnitten, wie ich da hinten rumgelaufen bin. Da war leider nichts. Diese lila Wand, die konnte man auch nicht hochklettern. Und was geht da denn vonstatten? Da prügeln sich ein paar Frösche mit Krabberichen. Gegen den schweren Unke oder gegen die Krabberiche? Da gibt's Erfahrung, da gibt's Nopo-Münzen. Und glaube ich, dass ich mich mit dem Monster verbrüdern kann. Nächstes Mal kämpfen wir gegen die Frösche. Los, meine Froschkameraden, macht sie platt! Sind unsere stärksten Kameraden. Das ist sogar eine, beide bringt mehr Sachen, wenn man ihn tötet. So, der ist RIP. Dann machen wir jetzt den hier platt. So, der ist fast tot. Und besiegt. Danke für die Münzen. Muss ich jetzt auch noch die Unkore bekämpfen? Nee, die sind meine Freunde. Da oben leuchtet was blau. Festes Krabbel. So viele Gegner. Lass mal die Unkore in Ruhe. Lassen wir die mal für die nächste Folge. Ich will wissen, was da so oben blau schön leuchtet. Wo komme ich denn hier am besten hoch? Hier gibt es so viel, was man nebenbei erkunden möchte. Beziehungsweise mitnehmen will. Pilkin, die Verstörte. Sind wieder diese Tasmas. Ein ringförmiges Fragment. Euch mache ich eben kurz platt. Na los, komm, dann messen wir uns mit dem Boss beim nächsten Mal hier. Obwohl, nee, komm. Ey, Pilkin die Verstörte. Wir greifen sie von hinten an. Wir sind zu sechst. Eventuell schaffen wir jetzt endlich mal einen Boss. Kann ich mal von mir weggucken?
Ich bin nicht der Verteidiger, der die Akku auf sich zieht. Ah, es schwankt mal. Boah, man sieht auch so schlecht, weil der Winkel kacke ist. Sag mal, wollt ihr das Vieh umwerfen? Danke. Endlich sieht man mal was. 4000 Schaden. Jo, schwankt mal ein bisschen. Ja, die konnten wir besiegen. Die Schmetter hier ringsrum mischen sich halt auch null ein. Das macht es so einfach. Bei den vorherigen Bossen hat sich ja immer irgendwer eingemischt. So, dann schwank mal wieder mein Schmetterer. So, wer will? Zack. Boah, die hält gut was aus. Diese Bilken. Oh, Mio hat wenig Leben. Das heißt, sie macht ihren Job richtig. Ich kann mich leider Gottes nicht an dem Punkt stellen, wo der Angriffsbooster ist. Weil dann treffe ich schlechter. Warte mal, locken wir sie mal ein bisschen von diesem felsigen Gebiet weg. So, jetzt kann man wenigstens besser treffen. Zack. Wir können jetzt fall doch hinten oben. Jetzt bringe ich dich zum Schwanken, Leute. Irgendwer anders hat die Ohnmacht übernommen. Komm, unser erster Boss, den wir finishen. Ja, wir haben unseren ersten Boss bezwungen. Also ersten einzigartigen. Ja, war auch bei vorherigen Xenoblade so. Man kann sie wiederbeleben, wenn man will. Wir haben unseren ersten Boss besiegt. Also den ersten frei laufenden Boss. Und hier sind offenbar auch direkt Höhlen um die Ecke herum. Ist hier oben auch noch irgendwas? Nee, da ist nichts. Dann erlösen wir jetzt noch diese Höhlen. Und machen da oben auf dem Felsen dann für heute Schluss. Time to do the right thing, eh? Ah, okay, bei einer Gruppe dudeln beide auf dem Teil herum und wenn es einzeln ist, nur einer von denen. Ohne irgendwie besonders da rein zu zoomen. Im Frosch da unten gibt es beim nächsten Mal. Hier machen wir jetzt Schluss. Entschuldigung übrigens, ich hatte gerade kurz Schluck aufgefühlt. Ja Leute, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen, ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!